Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute in einer neuen Umgebung, in einem neuen Hotel. Ich finde das Ambiente ganz gut. Ist umgebaut worden, das Hyatt hier in Indian Wells und insofern auch eine Penthouse Suite bekommen. Das ist natürlich standesgemäß auf Punkte, besser geht's nicht. Ja, wichtige Themen, die wir heute für euch frisch gepresst haben. Austrian Airlines, Streik. Ja, ich habe einen Call gestern noch gehabt. Und da wurde gefragt, ist ein Streik möglich? Ja, es ist ein Streik möglich, gehe ich nochmal drauf ein. Dann der fünfte Neo, der im weißen Kleid war, hat jetzt die Auerfarben. Wir haben dann noch ein Statusmatch mit Royal Air Jordanian, leider nicht bis Emerald, aber trotzdem vielleicht für den einen oder anderen okay. Und wir haben noch als Thema Air Baltic, die fliegen nach Amerika. Und da sagt ihr, mit dem 220er? Nein, mit dem 320er. Und fünffache Meilen. Und damit der Hinweis auf die Sendung, die dann heute Abend für Nicht-Kanalmitglieder freigeschaltet wird. Ich glaube, ich habe es heute Abend freigeschaltet für andere. Ist der Meilenmittwoch aber an einem Samstag. Ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like da zu lassen, aber auch ganz wichtig, immer unten zu kommentieren. Und ich verspreche, ich werde die Kommentare auch demnächst abarbeiten, aber ich bin so busy im Moment mit den Kunden hier in den USA, Konten zu eröffnen, beziehungsweise auch andere Themen zu machen, wie zum Beispiel eine kalifornische Driving License ohne die deutsche abzugeben, was dann natürlich auch heißt, dass man eine Karte hat, Real ID, mit der man in USA reisen kann. Braucht man keinen Pass mehr, keinen deutschen, nur diese Karte. Gut, dann können wir jetzt direkt anfangen. Und zwar ist das bei Austrian Airlines alles auf Streik gestellt. Und ich bin da natürlich etwas traurig, weil wie kann das sein, dass wir keine Sendung haben, die nicht mit Streik anfängt oder mit einem Streik irgendwie dort sich auseinandersetzen muss. Und mehr als ein Dutzend Verhandlungsrunden haben halt wirklich da das Fass wohl zum Überlaufen gebracht bei den Leuten von der Kabine und dem Cockpit. Und die sagen ganz einfach, wir haben keinen Bock mehr. Und ich habe ein Zitat gefunden, nur um das mal nochmal darzustellen. Our Flugbegleiter, die ein niedriges Einstiegsgehalt haben, also ohne Zulagen, die es ja in der Fliegerei durchaus gibt, haben als eine Putzfrau im burgenländischen Landesdienst und Flugbegleiter, die in den ersten 2 Monaten ihren Dienstverhältnis sogar unter 1000 Euro netto verdienen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, unter 1000 Euro netto. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Heißt also, eine Putzfrau im burgenländischen Burgenland ist so ein bisschen für die Österreicher hinterwäldlerisch und nicht so toll. Aber wenn jemand von Österreich schaut, ihr könnt ja das nochmal genau erklären, einem Bundesdeutschen, wie es mit dem Burgenland funktioniert. Also im Prinzip so ein bisschen auch zurückgeblieben und letztes Nest. Und wenn man da halt wirklich weniger verdient, das ist schon krass. Und auch sind die Verträge bei der Austrian Airlines die schlechtesten in der Lufthansa-Gruppe. Also das heißt, da hat man auch noch einen gewissen Aufholbedarf. Und da kann man natürlich dann ehrlicherweise sagen, ja, dass man das vielleicht dann sogar versteht, dass die streiken, dass das kein Luxusproblem ist. Und die Austrian Airlines hat ja auch wieder Gewinne eingeflogen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Austrian Airlines da an der Armutsgrenze rumschrappt. Und deshalb ist es so, dass man ab Donnerstag, 28. März um Mitternacht die Arbeit für 36 Stunden niederlegt. Also es kommt ein Streik, da gibt es keinen Weg anscheinend dran vorbei, es sei denn, es kommt noch ein Angebot. Aber meinte, dass die Auer durch Vorlage eines akzeptablen Angebots bis Mittwoch 23 Uhr 59 Minuten und 59 Sekunden, das ist übrigens Zitat, den Streik abzuwenden, betroffen wären über 50.000 Fluggäste, die Austrian Airlines hat auch schon mit Umbuchungen begonnen. Und damit ist man eigentlich nur noch bei der Swiss sicher, dass da keiner streikt, oder? Also ansonsten sind ja alle in der Lufthansa-Gruppe im gefühlten Ausnahmezustand. Ihr könnt unten nochmal kommentieren, den Kanal natürlich damit unterstützen. Das Like wäre jetzt echt angebracht. Like, danke. Dann haben wir die Austrian Airlines, die hat ja 5 Neos bekommen, weil sie nämlich so gute Zahlen gebracht hat. Und da ist es so, dass man jetzt den 5. Flieger, der ja ganz in weiß gekommen ist, den man ja bei der Lufthansa-Gruppe abgezogen hat und dann der Auer gegeben hat, der ist jetzt lackiert worden. Ich glaube, das ist in Bratislava passiert. Und man sieht jetzt bei dem Neo nicht, dass es die Oscar Echo Lima Zulu Romeo ist, die jetzt die letzte ist, weil sie halt nicht mehr in weiß unterwegs ist.
Der Flieger ist seit dem 29. Dezember in Austrian Besitz. Da ist er nämlich in Wien gelandet. Und ich bin mal gespannt, ob die Zulu Romeo da dann halt wirklich auch gute Dienste leistet, wovon ich ganz überzeugt bin. Übrigens hat das Flugzeug auch einen Namen, das muss ich ablesen. Der Taufname ist Taital. Also, damit ist es ein offizielles Austrian Airlines Flugzeug. Ich finde das mit den Namen relativ lustig. Jetzt haben wir noch ein Thema, was mich irritiert hat im ersten Moment, wo ich die Überschrift gelesen habe. Und zwar war das die Überschrift bei wie heißen sie nochmal, Air Baltic. Und zwar, die wollen in die USA fliegen. Ein Airbus A220-300 über den Tümpel. Sportlich. Also ich weiß ja, dass die aus Mirabel, also da aus Nordamerika, überführt werden, wenn sie leer sind und so weiter. Das geht alles, aber mit Passagieren und so weiter, das macht ja keinen Sinn. Nein, und so ist das auch. Und es ist einfach so, dass man natürlich als Kurz- und Mittelstreckenflieger, die längste Strecke für diese irgendwie Teneriffa und Dubai so gefühlt für die 220er, da möchte man jetzt nach Amerika, aber nicht mit den 220er, sondern mit den 321er LRs oder sogar XLRs. Und zwar hat man jetzt beim Department of Transportation, beim DOT, möchte man die Erlaubnis haben, dass man in den USA nicht nur Charterflüge durchführen kann, sondern auch eigene Flüge durchführen kann. Also das heißt, man hat da eine Änderung der Lizenz bzw. des Geschäftsmodells beantragt. Und deshalb ist es so, dass man natürlich nur Kurzstreckenflüge in die USA machen könnte und kann mit Delta zusammen. Und das möchte man jetzt weiter ausbauen. Und das finde ich halt relativ spannend. Und als Flugzeugmodell, wo haben wir es, soll halt wirklich an die Ostküste geflogen werden. Und vielleicht könnte man natürlich rein theoretisch mit der 220 bis Keflavik fliegen. Oh, tun die das nicht auch schon? Ihr könnt ja mal gucken, ob sie das machen. Habe jetzt keine Zeit. Und dann könnte man weiter nach USA fliegen, quasi als Fifth Freedom Flight. Ist natürlich in der 220 relativ schwierig. Auch nach Dubai fliegen ist relativ hart in meinen Augen. Aber wenn man ehrlich ist an dieser Stelle, ist das vielleicht eine Option. Und deshalb habe ich auch die Frage des Tages für euch. Was haltet ihr von Air Baltic und findet ihr die Idee, mit Air Baltic über den Atlantik zu fliegen? Wenn man über Deutschland kommt, dann wäre es ja wirklich so, dass man fliegen müsste, Deutschland, also Berlin, Frankfurt oder whatever, nach Riga und dann von Riga nach Keflavik und dann dahin. Oder mit einer 321 LR, XLR. Das können wir natürlich auch machen. Aber die Flotte ist schon beeindruckend, wie die wachsen. Die wollen ja sogar auf 100 Flüge, 100 Flieger wachsen. Im Moment sind die irgendwie bummelig bei 5. Sind die, haben die schon 50? Die haben irgendwie 40, 3, 44. Also auf jeden Fall haben die eine Menge an Fliegern und sind die einzigen baltischen Staaten, die es wirklich geschafft haben. Wenn man sich das anguckt, ist es ja so, dass zum Beispiel Estonian Air hat verkackt, X-Fly hat verkackt, jetzt wie sie heißen, die fliegen ja auch hier dieses Nordica. Alles hat nicht funktioniert, aber Air Baltic funktioniert als Konzept und ich finde sie auch relativ gut vom Service und allem. Dank Martin Gauss sind sie ja auch relativ deutsch, aber der, was ist es denn nochmal, der Litauer als solches ist ja auch schon relativ strukturiert. Also da bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Jetzt haben wir etwas aus dem Bereich der Meilen und der Punkte. Und zwar, normalerweise haben wir das ja am Meilenmittwoch, aber ich möchte euch den Mund wässrig machen für den Meilenmittwoch. Und zwar, aber an einem Samstag, die Sendung kommt, ist vor der, es müsste vielleicht vor der Sendung hier freigeschaltet worden sein. Und auf jeden Fall ist es so, fünffache Meilen könnt ihr bekommen am Frankfurter Flughafen für Umsätze. Und um genau den Text vorzulegen, ist es so, der Frankfurter Airport feiert den Frühling mit tollen Überraschungen. Sammeln Sie sich vom 15.03. bis zum 30. April vor Ort und online bis zu fünffache Meilen. Ein weiteres Highlight für Ihr Meilenkonto im Flugsteig A, B oder Z-Terminal am Glücksrad drehen und bis zu 3000 Meilen gewinnen. Also, das heißt, wer am Frankfurter Flughafen ist, sollte Ausschau halten und wo sind die Meilen? Interessante Sache. Wichtig ist, dass es natürlich da in den ganzen Shops und in den Stores, die da sind, das sind über, wie viel muss ich lesen? 100 Shops. Da könnt ihr halt die fünffachen Punkte bekommen. Und natürlich auch für Home Delivery Bestellung. Wer nicht zum Frankfurter Flughafen kommt,
Und so funktioniert es. Also das heißt, beim Bezahlen in den Shop oder Restaurant, die meisten More Service-Karte an der Kasse scannen lassen. Also ganz einfach. Online-Shop, die meisten More Service-Kartennummer bei der Bestellung halt angeben, das eine oder das andere. Und die zusätzlichen Meilen werden innerhalb von 6 Wochen gutgeschrieben. Ganz wichtig. Gültigkeit ist halt wirklich bis zum 30. April und vor Ort am Flughafen und vom 14.3. bis zum, das haben wir ja schon gehabt, bis zum 30. April im Online-Shop und auch vor Ort. Also, nutzt es, nutzt es, nutzt es. Flughafenbefehl, so ist das. Jetzt haben wir nochmal ein Status-Match, auch ein Thema, was wir eigentlich in dem anderen Folge haben. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal heute eine kleine Überraschung für euch. Hier aus Rancho Mirage, nee Quatsch, wir sind ja in Indian Wells, neben Rancho Mirage, bringen wir auch noch ein Status-Match, haben wir für Kunden auch gemacht, ist jetzt nicht wirklich der Burner, aber für einen oder anderen ist es halt besser als gar kein Status. Wenn man guckt, kann man hier für $149 den Gold Sparrow kaufen, das ist ein Match und die nehmen dafür Geld, der Status ist dann 12 Monate gültig. Man kann rein theoretisch auch zum Silver Jay gehen, aber der Silver Jay ist halt wirklich ein Status, der nur Ruby ist und das hat jetzt nicht wirklich einen Erfolg. Der andere ist ein Sapphire. Sapphire hat halt wirklich Lounge-Zugang, hat auch mehr Gepäck und so weiter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon in Ordnung. Dann die Benefits sind natürlich die Business Class Lounge. Das ist halt nicht die First Class Lounge, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Priority Boarding, extra Gepäck und natürlich gibt es auch einen Sticker für das Gepäck, dass das schneller behandelt wird und abgefertigt wird. So, ich muss mich jetzt wieder hier ein bisschen sputen. Ich habe jetzt meinen nächsten Termin. Ich habe ein Webinar zu dem Thema US-Steuern für alle, die LLC haben, also die Steuererklärung. Das Webinar dauert nur 15 Minuten, weil man mit einer LLC immer nur 15 Minuten was machen muss, weil dann ist die Steuer für das ganze Jahr erledigt. Ja? Und ich mache mich jetzt wieder auf den Socken, treffe mich gleich auch nochmal mit 2 Leuten, um da dann die USA-Strategie mit den Kreditkarten zu besprechen. Wenn ihr das auch machen wollt, da ist die Nummer, da könnt ihr einen Termin vereinbaren. Und was wollen wir noch wissen? Kanalmitgliedschaft. Und abonnieren und like und alles dann machen. Also danke, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und zur Belohnung gibt es wie immer den Abspann. Also danke, bis dann, ciao.